Was war das denn? Mein Sohn, wie geht es dir? Es geht mir gut, Vater. Bemuttere mich nicht. Wenn du es als Bemuttern empfindest, dein Leben zu retten, besteht vielleicht noch Hoffnung. Ah, au. Ich muss mich hinlegen. Trink Wasser und bleib liegen. Aufregung verteilt das Gift nur schneller in deinem Körper. Deschike ederim Ezio. Ich stehe in eurer Schuld. So, so. Unbemerkt die gefangenen Söldner befreien. Ja, da haben wir ja natürlich nicht so hundertprozentig hingekriegt, aber was willst du machen, ne? 7100 im Banktresor, das ist doch mal eine Ansage. Aber warum finde ich jetzt hier keine Bank? Also keine Sitzbank, sondern eine Bank zum Geld abheben. Aber es gefällt mir, glaube ich, ein bisschen besser das Spiel jetzt als beim ersten Mal spielen. So, da ist wieder eine Festung. Aber das machen wir später. Jetzt gehen wir erstmal hier wieder in Richtung Hauptauftrag. Ja, siehst du? So schnell kann es gehen. Ich hätte dich auch durch das Dach durchhauen können, aber das hättest du nicht überlebt. Ja, noch so ein Irrer. Wie, noch so ein Irrer? Wie viele laufen denn davon rum? Scharfschützen? Oh. Ich will keine Scharfschützen. Die treffen. Die haben so dumme Angewohnheiten, dass sie treffen. Aber wir sind ja hier schon wieder. Sozusagen. Irgendwo müsste doch hier wieder so ein Typi sein. Ist er das? Nee, das scheint ein anderer zu sein. Oh, wo werden wir gesehen? Da werden wir gesehen. Das soll natürlich nicht sein. Kommt er jetzt hierher? Verdammt, er entkommt uns! Ich sehe ihn nicht mehr. Ja, so ist das, ne? Komm, jetzt so weit war ich jetzt auch nicht weg. Sag mir mal lieber, wo jetzt hier dein Kumpel ist. El großer Scheffel. Wie sinnvoll er da auch nicht runterfällt, ne? Ah, Mist. Nein, sag mal, was ist denn das hier? Ah, Mist, ich wollte ja eigentlich gar nicht. Au, sag mal. Ja, so sieht's aus. Aus, Mann.
Mir reicht's. Skatar! Ich werde wieder Fischverkäufer. Ich sehe ihn! Da! Schnell! Lasst ihn nicht entkommen! Nur wer lebt, kann kämpfen. Oh, Mist, sag mal, wieso kriege ich die denn nicht getroffen? So. Ich bin schon weg. Ah, sag mal, willst du mich verarschen? Oh, sag mal. Aber ich werde meine Haut teuer verkaufen. Ja, vor allem, ich will dir doch helfen, aber die lassen mich ja nicht. Du klein Penner. So. Eigentlich wollte ich die gar nicht einsetzen. Ja, lauft. Und der Typ ist natürlich über alle Berge jetzt. Und ich habe auch noch... Mist. So, haben wir den jetzt eigentlich erledigt oder müssen wir jetzt warten und er ist abgehauen oder was? So, so kommen wir auf jeden Fall nach oben, aber ich weiß jetzt nicht, ob wir ihn getötet haben oder nicht. Ach, Tatsache, haben wir ihn getötet. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Eben noch ein bisschen gelobt, das Spiel, und irgendwie gefällt mir das dann doch wieder nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja, genau, und dann lädt er erstmal und dann fällt er da fast runter. Weiß ich nicht. Ich glaube, das war so der erste Teil, wo dann so richtig klar wurde, dass es nicht gut ist, jedes Jahr ein neues Spiel rauszukacken. Die Assassine. Assassine! Achso. Und wer Ihr bist du? Ihr habt nichts zu fürchten, Effendim. Ich werde euch nicht verraten. Oh, das hoffe ich doch. Vergebt mir meine dreiste Vorstellung, aber ich bin selbst Assassine in der Ausbildung. Ich bin stark, schnell und habe Schlag bei den Damen. Ein guter Anfang. Wie wäre es mit einem Rennen, hä? Ich beweise es euch. Sagen wir, bis zu diesem Punkt dort? Wie bis zu diesem Punkt dort? Dieser ehrgeizige junge Mann behauptet, er sei ein Assassine. Zeigen sie ihm wahres Können, indem sie ihn bei einem Rennen besiegen. Ohne ihn zu töten, natürlich. Nun, ich habe wohl einen Moment. Also gut, los! Das ist keine gute Idee, mein Herr. Ich sagte, ich bin gut. Ja, vor allem stehen die alle im Weg rum. Was? Wo, hä? Ach, du musst doch rüber. Ne, kein Moment. Das will ich jetzt nochmal anfangen. Das ist doch, das ist doch Blödsinn. Da müssen sie doch wenigstens mal hier so einen Leitfaden da einbauen. Guckt er auch schon so böse, der Rasputin. Ich sagte, ich bin gut. Ja, erzähl doch nichts. Da hätten sie dann andere. Andere, einen besseren Pfeil machen sollen. Bei dem Fall siehst du ja fast gar nicht, wo du hin musst. Ah, oh, Mist, wieso fällt er denn da runter? Wer baut denn so ein Blödsinn? Ein bisschen alt für einen Gaukler, nicht? Überhaupt nicht alt. Ja, nix. Jetzt
Das musste da lang. Ah, dann hat er den nicht mal genommen, der alte Sack. Was in aller Welt? Ja, Ezio, jetzt mach mal hinne. Der alte, der junge Kerl ist da schon dicht auf deinen Fersen. Meine Güte, was ist denn hier los? Ihr seid gut, alter Mann. Natürlich bin ich gut. Aber ihr seid auch nicht untalentiert. German, wer ist das? Ah, Ella, komm. Das ist mein neuer Mentor. Ich sagte doch, dass ich Assassine bin, meine Liebe. Und du hast mir nicht geglaubt. Merhaba, Effendim. Wir schnappen nur frische Luft, Ella, und diskutieren Taktiken und sowas, oder? Nein. Wir sprachen darüber, wann eure Ausbildung beginnt. Bei Sonnenaufgang. Jeden Tag. Am Galata-Turm. Verstanden? Evid. Natürlich, Mentor. Ja, ja. Da kann man nicht den Frauen einfach nur irgendwas erzählen, sondern da heißt es dann auch machen, ne? Und als Dank gibt er uns noch einen Haufen Kohlen. So, jetzt will ich aber einmal auf die Karte gucken. Das Arcadius-Forum. Für diejenigen, die es interessiert, einmal kurz lesen, Pause machen. In einem der ärmeren Stadtteile liegt. In einen Basar umgewandelt und häufig für Sklavenauktionen benutzt. So. Entschuldigung, Oma. Leider habe ich dich umgerannt. Was ist denn hier mit dem Doktor? Wo ist er hin? War er jemals ein Doktor? Geschlossene Brunnen? Achso, wurde der geöffnet? Können Sie sich darin verstecken? Das muss doch keiner haben. Buchladen? Rabatten und zusätzlichen Waren im Sortiment. Ja, klar. Machen wir. Das Einkommen ist auf 2750 gestiegen. Diese wunderbare Untersuchung der sokratischen Dialoge durch Plato wissen. Ja, du quatsch mir mal nicht voll mit deinen Büchern. Zeig mal lieber, was du hast. Oh, Schatzkarten hat er auch. Die Odyssee. Minus 15%. Wie minus 15%? Die bringen alle minus 15%? Da kommt die Odyssee, kaufen wir mal. Sollte man mal gelesen haben. Aeneas, kenne ich nicht. Aber das sieht auch ganz nett aus. Und was haben wir hier? Unbekannt. Geographia von Ptolemäus. Geoffrey von Monmouth. Der Könige Britanniens. Der goldene Esel. Ja, da ist er jetzt alles ein bisschen teuer. Ein Vergnügen, Herr. Kommt bald wieder. Ja, ja. Ein äußerst lukrativer Großkauf. Und wo haben wir hier noch einen Laden oder sowas in der Richtung? Wo ist denn hier meine Bank? Eine Bank muss es doch hier auch irgendwo geben. Da ist eine Bank. Da ist unser Erinnerungsanfang. Aber wir gehen erstmal zur Bank und holen da mal Kohlen ab. Ich habe hier zwei Versionen von Aristophanes gesammelt. Ja, quatscht der uns immer noch voll. Wir haben ihm schon zwei Bücher abgekauft, aber er will einfach nicht aufgeben. Kommen wir nicht hoch? Ach doch. Ich dachte schon, das wäre jetzt alles hier überdacht. Kommen wir hier denn irgendwo runter? Das ist doch mal die viel wichtigere Frage. Oh. Na? Alles gut? Wo sind die Wachen? Wer kämpft denn da hinten? Oh. Naja, was soll's. Das ist auch so eine geile Antwort, Mann. Wo ist denn hier die Bank? Ach, die ist hier um die Ecke. Die Bank für 1080 renovieren machen wir natürlich sofort.
Und dann holen wir erstmal Geld ab. Gnade, Gnade. Ja, wie Gnade, Gnade. Bei der Bank kannst du nicht Gnade, Gnade rufen. Da lassen die auch nicht den Kredit, nee, nicht Buchführung, Geld abgeben. Den Kredit ja auch nicht sausen. Und hab Dank. Wer bist du? Schwarzmarkthändler. Ach, da kann man Schwarzmarktsachen kaufen. Wieso heißt das eigentlich Schwarzmarkt? Und ist das überhaupt noch korrekt politisch? Niemand ist mehr sicher. Wo will ich denn jetzt überhaupt hin? Da muss ich. Achso, da. So rum können wir ja nicht hochfahren mit der Hakenklinge. Euer Ernst? Ja. Da denkst du ja auch nichts Böses mehr, ne? Moment. Was läuft denn hier? Warum schickst du deine Hunde nicht fort und wir regeln das unter uns? Eure Sache ist gleich. Gott ist gut. Sehr gut. Nichts kann man machen. Tanrim Senbisikuru, Zeit zu gehen. Was zum Teufel? Ihr seid nicht allein, Arkadashim. Und ihr müsst keine Angst haben. Lasst mich eure Hilfe mit Taten zurückzahlen, Assassine. Wenn ihr mich wollt, schließe ich mich euch an. Ja, dann, Areti Foka. Hier kommen wir ja nirgendwo hin. Ist da was? Memoiren haben wir gesammelt. 2 von 10 Seiten. So, jetzt hier einmal nach hinten und dann wieder nach vorne und dann hoch und dann bist du auch schon gleich am Ziel. Ach, die Roma. Da gibt es ja die Sinti und die Roma. Aber wir reden erstmal jetzt hier mit der jungen Dame. Ich sah fröhlichere Menschen am Galgen. Klug scheißt woanders, Effendin. Die Byzantiner stahlen uns einen halben Jahresverdienst. Mi dispiace. Kann ich helfen? Vielleicht. Seit Jahrhunderten wird mein Volk verunglimpft und beleidigt. Man schimpft uns Hexen und Zauberer. Nun, so sei es. Wir laufen nicht mehr vor diesen Lügen davon. Wir begrüßen sie. Bestärkt diese Gerüchte. Es ist besser, gefürchtet zu werden, als ignoriert. Das hört sich gut an. Hier ist mein Plan. Jeder, der diese Geldtruhe berührt hat, muss sterben. Aber diskret, wie durch einen heidnischen Fluch. Der Fluch der Roma wird zu unserem Segen. Vielleicht lassen uns die Leute dann endlich in Ruhe. Ach du meine Güte, eine Gruppe byzantinischer Templer hat eine Truhe mit dem Gold der Roma gestohlen. Vergiften sie alle, die es wagen, die Truhen zu berühren, um den Eindruck zu erwecken, die Truhe sei verflucht. Zwischen den Roma untertauchen und alle Ziele vergiften. Der Fluch der Roma, das machen wir natürlich, ist auch ganz klar. Wir helfen doch immer, wenn Not am Mann bzw. an der hübschen Frau ist. So, aber wo müssen wir denn jetzt genau hin? Ich vermute mal erstmal hier und dann erstmal da. Rundherum und tralala. Die bei der Offensive gegen die Assassine. Ja, kann ich die normal besch. Wartet. Ja, genau, wartet. Weil wir können die ja nur einmal bestechen. Und dann werden uns 25% abgezogen, was ein Witz ist. Das ist wirklich einfach nur ein Witz. Und keiner von der guten Sorte. So wie Klopf, Klopf. Sondern eher im Sinne von, ist so eine Verarschung. Na komm schon da runter.
Oh, sag mal, der stöhnt aber auch bei jedem einzelnen Schritt. Okay, dann folgen und anhalten. Wie lautet der Plan? Ja, weiß ich nicht. Wir gehen erstmal. Ach ja, wir müssen uns ja nicht mehr selber bewegen, sondern wir können ja einfach nur mit denen mitgehen. Aber wo gehen die denn hin? Und, warte, ich muss erstmal gucken. Da, das ist die Giftklinge. Hab ich dir das von dem Patriarchen Semion erzählt? Ich wollte ihn erpressen, aber er lachte nur und drohte sein Beichtgeheimnis zu brechen. Jetzt kriegt er Geld von mir. Hast du das Gesicht von diesem Mönch gesehen? Wir haben ihm nichts getan. Trotzdem sah er aus wie der Tod. Na, vielleicht war es ja der Tod. Der Tod auf Latschen. Oder auf Socken. Sag mal, kannst du nicht mehr in der Mitte gehen, Ezio, sondern immer am Rand rumschawenzeln? Immer genau hinter ihr, genau, ja. Wo sind die denn jetzt? Sind sie das? Können wir helfen? Okay. Gibst du deinen Anteil aus? Ein gutes Mal. Ausgewählt. Giftpfeile. Kann ich nicht auf den schießen? Giftlinge. Ach, Giftpfeile, da. Ja. Gut, dann mache ich. Nee, warte, das brauche ich woanders. So machen wir das erstmal. Und dann lege ich das mal hier drauf. Gott, unglaublich, wie schwer das Ding ist. Soll ich sie für dich tragen? Ich hab sie doch gerade ausgewählt. Die haben das Geld wahrscheinlich auch gestohlen. Hä? Geschieht ihnen recht. Sag mal, bin ich jetzt doof oder was? Hallo? Ich kann es nicht glauben. Lass mal sehen. Später. Greife ich jetzt irgendwie die Steuerung nicht? Oder was ist hier los? Steuerung, Option. Steuerung anpassen. Ich will einfach nur sehen, wie die aussieht. Waffenrad, leere Hand, Kopf, Beine, Medizin, Blödsinn, Waffenrad. Zielerfassung, LT. Habe ich doch eben gedrückt. Ja, den sollen wir doch auch töten, oder? Hä? So. Ich habe die Dinger jetzt ausgewählt. Och nö, ne? Das ist wahrscheinlich wieder gleich am Anfang gespawnt. Ich hab doch die richtige Waffe ausgewählt, oder bin ich zu doof?